Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe Post bekommen, wie ihr seht, ein ganz kleines Paket. Ja, richtig klein. da steht kein Absender drauf, aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist von der lieben Lisa. Fühl dich mal gegrüßt, hallo. Ich denke, ich liege richtig, weil sie hatte einen Post gemacht auf Instagram, dass ja, sie vergessen hat, Absender drauf zu schreiben bei den Paketen, die sie fertig gemacht hat. Und ja, da fehlte der Absender, deswegen denke ich einfach mal, ja, das ist von ihr. Es ist ein Riesenpaket, wie ihr gesehen habt. Ich weiß nicht, was das ist, irgendwie. Das ist auf jeden Fall eine Ü-Post. Kein Tauschpaket und ja. Ich habe noch nicht ausgepackt. Ich wollte euch mal zeigen, wie super, super niedlich sie das verpackt hat. Mit einem ganz, ganz tollen Geschenkpapier, richtig hübsch, so metallisch mit Wolken, gefällt mir mega gut und ich wackel die ganze Zeit, weil ich euch halte, damit ihr das mal sehen konntet. Und ich würde sagen, ich pack das jetzt mal aus und dann schalte ich euch wieder dazu. Bis gleich. Ja, ich bin's nochmal. Ich habe euch schon wieder in der Hand. Ihr steht jetzt bei mir auf dem Stuhl, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Weil ich habe das abgemacht, wie ihr seht. Und schaut mal, was da steht. Ü-Adventskalender. Geburtstagspost. Und Gorgeous klebt überall. Richtig, richtig niedlich. Und ja, also ich würde sagen, die süße Verrückte hat mir einen Adventskalender gemacht und zum Geburtstag was geschickt. Und ja, so sieht es aus. Da war noch mehr Zeitungspapier drinne. Das habe ich aber schon rausgeschmissen. Moment. Jetzt bleibt es nicht auf. Offen. Ja. Also ich würde sagen, das wird dann erst ausgepackt. Oh, im Dezember. Das ist ja der Hammer. Ich pausiere euch noch mal kurz. Also Moment. Oh, so, ich komme gar nicht ran. Nochmal Pause. Ja. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, denn ihr seht das. Die Süße hat mir einen Adventskalender gebastelt. Ich habe hier nicht viel Licht, deswegen schaltet das jetzt unscharf. Es ist aber doof. Mag ich nicht. Jetzt. Ja, die Süße hat mir einen Adventskalender gebastelt. Ich bin ja mega sprachlos, mega gerührt und ich wusste davon überhaupt nichts. Und sie hat hier ganz, ganz, ganz viel eingepackt, was ich dann jeden Tag öffnen werde. Und natürlich jeden Tag wieder ein Video kommt, habe ich letztes Jahr auch gemacht. Und dieses Jahr kommt auf jeden Fall auch eins. Nicht nur das, ich gehe mal mit euch darüber. Sie hat mir auch, Moment, mein Stativ. Sie hat mir auch ein Paket zum Geburtstag geschickt. Und zwar dieses hier. Das darf ich auch noch nicht aufmachen. Und jetzt war ich mir unsicher, mache ich jetzt noch ein Video, mache ich keins, bis ich dann gerade gesehen habe, dass sie mir noch was gebastelt hat. Und ja, ich werde euch jetzt mal ins Stativ machen, mal gucken, ob das funktioniert, ohne dass hier was ausgeht oder so. Na, hat ja wunderbar funktioniert. So, ja, liebe Lisa, vielen, vielen lieben Dank für den Adventskalender, für, ja, meine Post zum Geburtstag. Ich bin mega begeistert. Ja, sie hat mir noch zwei Pakete gepackt, wovon ich das eine jetzt schon offen habe. Das ist noch zu. Das habe ich noch nicht reingeguckt. Da gucken wir gleich rein. Und da habe ich schon reingeguckt. Da stand drauf, den Inhalt hast du bei mir bestellt. Ich hoffe, die Verpackung gefällt dir auch. Das hatte ich dann schon aufgemacht, weil ich ein bisschen verwirrt war wegen dem Video. Mache ich jetzt eins, mache ich keins. Ich habe aber noch nicht weiter drauf oder reingeguckt. Und die Süße hat mir ein Goodiebag gebastelt. Ja, es ist wunder, wunder, wunderschön. Ein Gorgeous Goodiebag. Gorgeous als Meerjungfrau. Und das sind so die neuen. Ihr seht das. Das sind so die neuen. Also nicht die ganz neuen, aber die davor. Naja, ihr wisst schon. Die davor, die Kollektion. Und da hat sie ein mega schönes Goodiebag gebastelt. Mit Anker. Und hier hat sie gewellt. Also ihr seht das ja. Und ich tue das mal kurz aus dem Bild, weil das stört. So. Ganz viel Bling Bling, ganz viele Perlen. Und das auch wunder, wunder, wunderschön. Und das Schwarz. Ich liebe Schwarz, wissen wir ja.
Ja, und hinten sieht es so aus. Schwarze Perlen. Woher hast du denn schwarze Perlen? Ich habe überhaupt keine. Oder sind das einzelne? Wieder hast du alle einzeln wieder aufgeklebt. Mega cool. Ja, und dann halt gorgeous, ne? Ja, es ist mega, mega schön geworden. Und ich würde sagen, wir schauen mal zusammen rein. Ich schätze mal, das sind Stempelabdrücke. Oh, ja. Da freue ich mich, weil ich hatte sie gefragt, ob sie mir welche machen kann. Und oh, es sind sogar noch mehr. Das ist von dem großen Gorgeous-Stempel. Mega, mega schön. Die habe ich nicht. Oh, ganz, ganz toll. Die werde ich dann auf jeden Fall mal kolorieren und dann als Karte machen, schätze ich. Mega, mega schön. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mir die abgestempelt hast. Und dann, oh, so viel. So viel hättest du gar nicht machen müssen. Und da hat sie mir das kleine Häschen abgestempelt. Darum habe ich sie gebeten oder gefragt halt, ob sie das machen würde. Und da hat sie mir ganz, ganz oft ganz, ganz tolles Papier im Übrigen abgestempelt, sodass ich sie kolorieren kann. Mega, hast du dir eine Arbeit gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, dass du das gemacht hast. Oh, da sind ja sogar noch mehr. Und dann haben wir die anderen, wo ich sie auch gefragt habe. Da hat sie auch Thinking of You gestempelt. Sehr, sehr cool. Und dann der süße Elefant hier. Ja, hat sie mir ganz, ganz viele gemacht. Ja, super. Ich danke dir wirklich, dass du das gemacht hast. Ganz, ganz toll. Und da hat sie noch mehr gemacht. Ui, tatsächlich. Moment, da sind noch sehr viel mehr. Oh. Ah, das sind die Stempel, wo ich die Blöcke zu habe. Ich schiebe das mal kurz ein bisschen nach da. Und zwar einmal die. You are a princess, dream big, love often. Twirl and dance, smile, believe in fairy tales. Ja. Sehr, sehr cool. Mein Englisch ist nicht so gut. Hat sie mir zweimal gemacht. Dann hier die Fee, die süße Prinzessin. Wie gesagt, passend zu den Blöcken. Mega. Mega, mega schön. Believe in fairy tales. Den Spruch finde ich auch cool. Und Magical sowieso, ne? Ah, und da haben wir noch ein bisschen Gorgeous. Sehr, sehr cool. Im Briefmarkenformat. Ich freue mich wirklich sehr. Ja. Die Gorgeous mit der Uhr. Oh, mit dem Regenschirm, das ist auch niedlich. Und mit der Eule. Eule, Eule. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast. Für die Stempelabdrücke. Und natürlich für das super, super hübsche Goodie-Bag. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Dankeschön. Was für eine tolle Post. Ja, dann muss ich noch dazu erwähnen, wir sind ja Kartenfreundinnen sozusagen. Also, ja, was heißt sozusagen, kann man so sagen. Ich finde, das hört sich immer ein bisschen komisch an, wenn man das sagt. Aber sie hat mir auch eine Karte gebastelt und zwar diese hier. Kartenfreundinnen. Ja, versteht man das darunter, dass man sich jeden Monat eine Karte bastelt und eine Karte zuschickt? Und das machen wir. Und das ist jetzt die zweite. Die erste von ihr war eine Gorgeous-Karte und jetzt hat sie im Halloween-Style gebastelt. Hat sie von mir auch eine bekommen, auch eine im Halloween-Style. Ja. Sehr, sehr geil. Frankenstein und Frankensteins Braut sind vorne drauf. Sehr cool. Hat sogar einen Kussmund hier drauf. Richtig, richtig toll. Und das Bu finde ich auch geil mit dem Gespenst hier. Ja, sehr, sehr cool. Und ja, Graf Dracula, ne? Ihr seht das ja. Und hier, Fledermäuse. Richtig, richtig schön gestaltet. Gefällt mir mega gut. Und der Hintergrund glänzt und glitzert auch richtig geil. Ja, finde ich sehr, sehr hübsch. Dankeschön. Dazu hat sie dann noch diese Stickerchen eingepackt mit den geilen Gespenstern hier. Die sind so erhaben, so Puffy-mäßig. Oder Pop-up. Pop-up nennt das sich, glaube ich, ja. Sehr geil da. Shield voll. Sehr, sehr cool. Ja, sehr coole Gespenster und Sticker im Allgemeinen. Dankeschön. Wäre gar nicht nötig gewesen. Und dann haben wir noch dieses Päckchen. Das packen wir jetzt gemeinsam aus. Noch etwas Kreischalarm, da ja die Zeit bis zum Kalender ja doch noch etwas lang ist. Ja, da hast du recht. Die Zeit ist wirklich lang. Lisa ist immer die, die gut verpackt. Ja. Ach so. Oh Gott, ich hatte überhaupt nicht erwähnt, dass sie keinen YouTube-Kanal hat, nur auf Instagram zu finden ist.
Aber ihren Instagram-Account werde ich auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Ich bin nur so aufgeregt, weil das hat mich total verwirrt da, das große Paket und der Adventskalender. Ja, wie gesagt, ich wusste davon überhaupt nichts und deswegen war ich ein wenig... Oh, Einhorn, ich sehe Einhorn. Ich sehe Einhorn. Oh! Ui, so viel! Ui! Wie süß. Fangen wir direkt damit an. Oh, wie niedlich. Von Ich einfach unverbesserlich 3, Fluffy. Ich glaube, das Einhorn hieß Fluffy. Sehr cool. Taschentücher da. Schaut mal, wie bedeppert das guckt. So mit der Zunge raus. Sehr cool. Dankeschön. Ist dann noch eine kleine Einhornpost. Unicorn, just believe in your dreams. Die habe ich. Ja, es tut mir leid, jetzt ist das Telefon ausgegangen. Also immer, wenn der Akku am Leergehen ist, dann denkt das Handy sich immer abzuschalten. Ich weiß auch nicht, was das soll. Heute läuft es bei mir. Ja, sie hat mir hier, ich glaube, das ist ein Blöckchen, aber wir können ja auch mal eben reingucken. Oh, wie süß! Oh, wie niedlich! Ja, oh, wundert euch nicht, dass meine Finger so dreckig sind. Das ist ein Edding. Es ist Edding. Von der Arbeit, ja. Oh, ganz, ganz toll. Dankeschön. Hui. Das ist ja auch niedlich. Ach, da ist nochmal so ein Blöckchen. Ein Lineal. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal auf, oder? So viel Zeit muss sein. Wie niedlich. Da hat man hier einmal einen Unicorn. Oh, wie niedlich. Wie süß. Bleistift. Ja, mega, mega süß. Das ist so ein, praktisch so ein Schreibset, würde ich sagen. Da haben wir hier einen Spitzer. Auch sehr niedlich. Alles passend, halt im passenden Design. Dann haben wir hier einen Radiergummi. Sehr niedlich, wird natürlich nicht benutzt. Ein süßes, kleines Lineal. Ja, auch sehr knuffig. Ja, das Böckchen haben wir ja gerade schon gesehen. Das ist ja auch da. Und zum guten Schluss haben wir, ich glaube, ein Mirror, ein Spiegel. Wie geil ist das denn? Believe Rainbow Unicorn. Das ist ja toll. Oh! Hat man mich jetzt gesehen? Hallo. Ich hoffe nicht. Ansonsten muss ich es rausschneiden. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Gefällt mir mega, mega gut. Kommt absolut in meine Handtasche. Ich habe überhaupt keinen Spiegel. Und werde ich dann da reintun. Ja, meine Liebe, was soll ich sagen? Vielen, vielen lieben Dank für die überraschende Post. Also der Adventskalender, die Geburtstagspost und natürlich die Sachen, die ich jetzt auch auspacken durfte für die Karte. Habe ich mich auch sehr gefreut. Die Stempelabdrücke, dass du sie gemacht hast, das Goodiebag ist auch ganz, ganz toll geworden. Und Einhörner gehen sowieso immer und... Ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, ich freue mich. Ich bin gerührt. Ja. Gut, ihr Lieben, ich habe fertig. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke dir, liebe Lisa. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.